Ich rufe auf den Top 50 Beschlüsse für den Bericht des Ausschusses Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu dem Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend GVFG, Finanzierung sichern, Mittel gleichgewichtig verteilen. Auf die Berichterstattung der Frau Kollegin Müller verzichten wir. Wer stimmt dem Bericht zu? Das sind CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Top 51, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Waldtausch von Hessenforst mit Gerstfelder Privatwaldbesitzer. Die Berichterstattung von Herrn Kummer, darauf verzichten wir. Wer stimmt dem Beschluss, der Beschlussempfehlung zu? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann ist bei Zustimmung der Fraktionen von CDU und die GRÜNEN und Enthaltung der FDP und Ablehnung des LINKE und SPD die Beschlussempfehlung angenommen. Meine Damen und Herren, zu beiden Tagesordnungen teile ich Ihnen Folgendes mit. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass der Top 15 zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss überwiesen wird. Abschließend. Ah, gut, okay, danke schön. Die Große Anfrage Nummer 16 in den KPA auch abschließend. Dass die Top 17, 18, 19, 20, 23, 26 und 21 im nächsten Plenum aufgerufen werden. Dass der Top 22 und der Top 34 zur abschließenden Beratung an den ULA gehen. Danke. Dass der 24 und der 37 zur abschließenden Beratung in den WVA überwiesen werden. Dass 25 und 55 im nächsten Plenum aufgerufen werden. Dass in den WKA zur abschließenden Beratung der Top 27 überwiesen wird. Dass 29, 48, 30, 31, 40, 32. Bitte? Dann mache ich es anders. 29, 48, 30 ins nächste Plenum geschickt werden. Und dass 31 und 40 dann in den SIA überwiesen werden zum abschließenden Beratung. Einverstanden, CDU, GRÜNE? Okay. Dass 32 im nächsten Plenum aufgerufen wird, 33 im nächsten Plenum aufgerufen wird, 36 im nächsten Plenum und 39 auch im nächsten Plenum. Da 39 im Ausschuss? Abschließend? Gut, ich korrigiere. 39 wird abschließend behandelt im WVA. Der Top 41 soll zur abschließenden Beratung an den UDS-Unterausschuss überwiesen werden. Kein Widerspruch. Der Top 42 geht in den WVA. Nein, der geht in das nächste Plenum. Entschuldigung. 43 geht zur abschließenden Beratung auch in den UDS. Datenschutz 43. Die Tagesordnungspunkte 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54 und 59 sollen im nächsten Plenum aufgerufen werden. Und schließlich ist der 62 zur abschließenden Beratung an den INA zu überweisen. Kein Widerspruch für alle Punkte, die ich genannt habe. Dann ist das so beschlossen und die Tagesordnung ist bereinigt. Meine Damen und Herren, bevor Sie fluchtartig den Hessischen Landtag verlassen, darf ich Ihnen allen eine gute Sommerpause wünschen. Kommen Sie gesund und motiviert. Ja, ja, doch muss ich erst einmal die verabschieden. Und wenn der ULA nachher getagt hat, kann der Ausschuss vor den ULA verabschieden. Ich verabschiede alle in den Urlaub. Ich wünsche, dass Sie gesund und munter wiederkommen, damit es munter weitergeht. Und jetzt tagt der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz in 510W und der Innenausschuss in 301P. Viel Spaß dabei. Tschüss, auf Wiedersehen. So.